Seit 18 Monaten gilt in Sachsen Corona-Panik statt Freiheit. Seit 18 Monaten gilt Willkür statt Grundrechte. Seit 18 Monaten gilt in Sachsen Verfassungsbruch statt Rechtsstaat. Anderswo feiern die Bürger Freedom Day, den Tag der Freiheit. Freedom Day statt German Angst. Das wollen auch unsere Bürger. Sie wollen Sachsen aber normal, Herr Pallas. Auch der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, forderte die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen zum 30. Oktober 2021. Und er hat recht, Frau Staatsministerin. Schluss mit Ihren rechtswidrigen Corona-Diktaten. Und Ihr SPD möchte gern Gesundheitsexperte Lauterbach und andere beschwören reflexartig einen schwierigen Herbst, rasant steigende Fallzahlen, und es wird sogar behauptet, dass die Forderung nach Freiheit zynisch sei. Werte Kollegen, die Forderung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nach Freiheit ist nicht zynisch, Herr Gebhardt, sondern vollkommen richtig. CDU-Pharma-Lobbyist Jens Spahn, nebenberuflich Bundesgesundheitsminister, hat im Mai 2021 bei einer 20er-Inzidenz weitreichende Lockerungen angekündigt. Das war gelogen. Denn was kam denn bei der 20er-Inzidenz? Nichts. Erst bei einer Inzidenz von unter 10, werte Kollegen, nochmal nachrechnen, das sind 10 positiv Getestete, nicht 10 Kranke, nicht 10 Infektiöse, Infizierte, nicht 10 Gestorbene. Es sind nur 10 positiv Getestete auf 100.000 Einwohner, also 0,00001% in 7 Tagen. Erst da gewährte man zumindest in Sachsen Ende Juli gnädigerweise Lockerungen. Also Zwangsmaske ganz kurz runter, tief Luft holen, dann gleich wieder hoch mit der Mikrobenschleuder. Und wissen Sie noch, was Großbritannien Ende Juli gemacht hat? Die Briten feierten den Tag der Freiheit, ihren Freedom Day, und zwar bei einer Inzidenz von 400, dem 40-fachen von Spahns 10er Inzidenz, der 40-fache Wert und trotzdem Freiheit. So einfach geht das. Und obwohl das Vereinigte Königreich, Sie haben Probleme mit Freiheit als SED-Erbe, das glaube ich Ihnen. Und obwohl das Vereinigte Königreich das Ende der Corona-Diktate feierte, gibt es bis heute keine Überlastung der Intensivstation. Ist das nicht seltsam? Denn dort liegen aktuell 7.000 Patienten. Gemessen am sächsischen Grenzwert von 1.300 Krankenhausbetten müsste sich dieser Wert im Königreich noch verdreifachen, um die kritische Grenze zu erreichen. Werte Regierung, machen Sie es jetzt wie die Briten, geben Sie den Sachsen endlich ihre Freiheit, sofort und unverzüglich. Folgen Sie doch einfach unseren europäischen Nachbarn. Denn am 10. September hob ja schon Dänemark alle Corona-Beschränkungen auf und feiert seitdem Freiheit. Norwegen folgt am 25. September und feiert seitdem Freiheit. Die Niederlande machen sich am 1. November frei und feiern Freiheit. Und das bei vergleichbaren Impfquoten. Merken Sie den Unterschied? Was macht denn Deutschland, Herr Pallas? Was macht denn Ihre SPD? Fangen wir mal bei Ihnen an. Was macht denn Sachsen? Sachsen droht, genau, da kommen wir jetzt drauf. Sachsen droht mit 2G und damit mit der Ausgrenzung Ungeimpfter. Und Ihre Saat geht auf, Frau Friedl, Ihre Saat geht auf. Haben Sie heute schon mal in die Zeitung geschaut? Ihre Saat der Diskriminierung geht auf. Als erster Politiker fordert nämlich der SPD-Genosse Burkhard Jung als Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages 2G. Und ja, die Forderung ist aber die gleiche. Er ist außerdem Oberbürgermeister der Stadt Leipzig. Ihr SPD-Genosse fordert 2G und damit die Ausgrenzung Ungeimpfter. Er spricht von Erziehern, Lehrern, Ärzten, Krankenschwestern, Pflegekräften. Dieser SPD-Politiker ist der Ansicht, Zitat, das schafft mehr Normalität. Also wie grotesk ist das denn? Diskriminierung findet die SPD normal. Doch. Und die Bundesregierung schürt weiter Angst. Da warf Kanzleramtschef Helge Braun mit Panikparolen wie Triage oder Horrorinzidenzen von 850 im Herbst um sich. Beides hat es in Deutschland nie gegeben. Keine 850, keine Triage. Wir hatten nur den Herbstanfang. Eins ist klar. Den Tag der Freiheit und die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen, das wollen Sie doch überhaupt nicht.
Denn Wortbruch ist das Holz, aus dem Sie, auch Herr Kretschmer, und Ihre Helfershelfer geschnitzt sind. Was Sie dafür umso besser können, ist, den Schaden der Menschen zu mehren, wo Sie können, und den Nutzen der Bürger zu mindern, wo es Ihnen nur möglich ist. Das haben Sie in den letzten 18 Monaten bewiesen. Ihre wohlverdiente Quittung, liebe CDU, haben Ihnen die Sachsen hier am Wahlsonntag ausgestellt. 17,2% gegenüber 42,6% vor 8 Jahren. Taschenrechner raus, das Unternehmen CDU ist innerhalb von 8 Jahren um 60% geschrumpft. War das wirklich so vorgesehen, als Sie Herrn Kretschmer zum Ministerpräsidenten gewählt haben? Und haben Sie den Auftrag der Bürger, wie Herr Laschet x-mal betonte, wirklich verstanden? Hat die CDU verstanden, dass die Bürger ihre Corona-Schikanen satt haben? Die CDU wollte nun Demut vor dem von ihr gedemütigten Volk zeigen. Und das können Sie jetzt beweisen. Unser Antrag ist nämlich unser Angebot an Sie. Zeigen Sie von der CDU den Bürgern heute, dieser Antrag ist Sachpolitik, ob und was Sie wirklich verstanden haben. Zeigen Sie den Bürgern heute, ob Sie willens und in der Lage sind, Ihre krachende Niederlage wirklich mit Demut anzunehmen. Dazu muss natürlich als erstes die Inzidenz endlich ganz weg. Die Inzidenz ob 10, ob 35 muss weg, weil sie null Aussagekraft hat. Was haben denn Sie, Frau Köpping, eigentlich die ganze Zeit getan, um die Aussagekraft der Inzidenz zu verbessern? Na, was haben Sie denn getan? Ja, Also wir lesen vor allen Dingen Ihre Antworten auf unsere kleinen Anfragen. Und daraus geht hervor, sachsenweit einheitliche und streng kontrollierte Testverfahren, die man bräuchte, Fehlanzeige, haben wir nicht. Haben wir wenigstens sachsenweit einheitliche Vorgaben aus dem SMS zur Sensitivität der PCR-Tests? Fehlanzeige haben wir auch nicht. Haben wir eine seriöse und belastbare Infiziertenstatistik? Nein, die haben wir deshalb auch nicht. Nichts davon, nur Datenschrott, Totalausfall, Sätzen 6. Und Sie wissen, dass jede inzidenzbasierte Maßnahme, dass jede inzidenzbasierte Verordnung, jede inzidenzbasierte Allgemeinverfügung angreifbar ist. Und Sie müssten auch wissen, dass es so etwas in... Haben wir doch gemacht! Dass es so etwas in einem demokratisch verfassten Rechtsstaat niemals geben darf. So ist es. Wir als AfD-Fraktion, Sie werden sich daran erinnern, haben von Anfang an vor dieser Verstetigung Ihrer Grundrechtseingriffe gewarnt. Und wir hatten wieder einmal recht. Denn heute missbraucht diese Regierung die Inzidenz immer noch beliebig gegen Bürger, die frei sein wollen. Werte Abgeordnete, sorgen Sie dafür, dass die Inzidenz jetzt endlich aus allen Verordnungen rauskommt. Kernanliegen dieses Antrags: Stellen Sie endlich einen rechtsverbindlichen, nachvollziehbaren Automatismus für das Ende aller Corona-Maßnahmen her. Stellen Sie sofort alle Rechte und Freiheiten für jedermann her, egal ob gesund, egal ob getestet, egal ob genesen, egal ob geimpft, egal ob ungeimpft. Sie haben sich alle verpflichtet, dem Volk zu dienen. Dieser Antrag dient dem Volk. Stimmen Sie bitte zu. Vielen Dank. Besonders gut hat mir in den Reden der anderen Fraktionen die von Herrn Gebhardt gefallen. Sie haben etwas gesagt, was wir seit anderthalb Jahren sagen, Mut zum Virus. Das waren Ihre Worte und genau das muss diese Gesellschaft jetzt nach 18 Monaten Ausnahmezustand auch lernen. Und lieber Herr Dirks, Sie sind tatsächlich der Wanderwitz der CDU-Fraktion, beratungsresistent, bürgerfern, abgehoben. Ich möchte Ihren Beitrag mal mit einem Zitat Ihres Parteikollegen Bernd Lange, CDU-Landrat in Görlitz, begegnen, das gestern in der Zeitung zu lesen war. Zitat Anfang: Wir müssen die Eigenverantwortung bei den Menschen lassen, damit sie in Freiheit entscheiden können und nur in Notfällen greift der Staat ein. Wir müssen den Menschen mehr vertrauen und weniger Verbote machen. Zitat Ende. Der Herr Lange fordert also das Gleiche, was die AfD seit einem anderthalben Jahr fordert. Setzen Sie sich damit mal auseinander. Wir machen noch mal einen kurzen Rückblick. Was ist denn so gelaufen in den letzten anderthalb Jahren? Michael Kretschmer rief vor 18 Monaten im März 2020 staatsmännisch die Stunde der Exekutive aus. Die Krise sei die Stunde der Exekutive. Er versprach verantwortungsvolles Handeln. Er versprach Strategien. Er versprach Lösungen. Im Ergebnis, meine Damen und Herren, war Ihre Stunde der Exekutive die Stunde der Willkür und die Stunde der Planlosigkeit. Diese Stunde der Exekutive ist die Stunde des Aufsichtfahrens. Sie ist die Stunde von Grundrechtsentzug, von Freiheitsberaubung. Diese Stunde Ihrer Exekutive war die Stunde massiver, kolossaler Nebenwirkungen, Kollateralschäden,
beschädigte Unternehmerexistenzen, zerrissene Familien und politisch angeordnete Kindeswohlgefährdung. Maskierte Kindheit, irre. In ihrer Stunde der Exekutive verbietet eine SPD-Ministerin wehrlosen Kindern das freie Atmen. Zehntausende Kinder in Sachsen müssen trotz Dreifachtest pro Woche eine Mikrobenschleuder tragen, stundenlang, Tag für Tag, Woche für Woche. Wir haben diese Masken untersuchen lassen. Glauben Sie, was dabei herauskam? Gerade diejenigen, die Masken stundenlang tragen müssen, haben eine extrem hohe Keimbelastung unterschiedlichster Krankheitserreger. Das nur so am Rande. Dem sind unsere Kinder ausgesetzt, nur weil ein Herr Kretschmer, eine Frau Köpping und der Herr Piwarz das gerne so wollen. Wir sagen Schluss damit. Hören Sie sofort auf, wehrlose Kinder zu schikanieren. Hören Sie auf, wehrlose Schutzbefohlene mit Zwangsmasken zu misshandeln. Was Sie unseren Kindern antun, das grenzt an Kindeswohlgefährdung. Und die Eltern der sächsischen Kinder und die Lehrer, die Erzieher und in erster Linie die Kinder haben die unverfrorene Übergriffigkeit dieser Regierung satt. Stellen Sie das sofort ein. Die Stunde der Kenia-Exekutive ist ein menschliches Desaster und die moralische Bankrotterklärung von CDU, SPD und Grünen. Und an Sie, liebe CDU, diese Stunde der Exekutive, das war auch die Geisterstunde, in der Sie, CDU, Ihre letzten Reste christlicher Werte eingeäschert und begraben haben. Erinnern Sie sich noch an die ganzen Anträge, die wir hier besprochen haben, zur Impfpflicht durch die Hintertür, durch die Vordertür, direkt oder indirekt. Wir haben davor mehrfach gewarnt. Sie verhöhnten uns. Ihr Kollege Herr Dirks, der sprach von absurder Angstmacherei. Herr Vogt hat hoch und heilig versprochen, dass es keinerlei Impfdruck, keinerlei moralischen, politischen, sozialen, wie auch immer gearteten Impfdruck geben werde. Heute droht uns 2G, wo Gesunde ohne Impfung diskriminiert werden. Wie ehrlich fühlen Sie sich jetzt gerade? Und andere Frage, wie ist es denn in der Stunde Ihrer Exekutive, unserer guten alten Bekanntenergang, der guten alten Normalität? Normal kerngesunde Menschen mit falsch positivem Test, die mit der rechtswidrigen Zwangsquarantäne nicht einverstanden waren, wollte Frau Köpping gar in die Psychiatrie einsperren. Nachzulesen im Tagesspiegel vom 11. April 2020. Das erinnert mich an dunkelste Kapitel deutscher Geschichte. In der Stunde der Exekutive im Dezember 2020 stellte sich Herr Kretschmer mit autoritären Maßnahmen ins Rampenlicht und wollte gar ganze Dörfer im Erzgebirge abriegeln, auch mein Nachbardorf Mildenau. Im April 2021 schwärzte der Ministerpräsident unsere Handwerker als Infektionstreiber an. Die Handwerker unter uns kennen das ja, morgens 9:30 in Deutschland, die Frühstückspause, ein Seuchenherd. Ein Schlag ins Gesicht aller Handwerksbetriebe. Im Sommerloch fantasierte der Ministerpräsident von einer heraufziehenden Corona-Naturkatastrophe im Herbst und von einer gefährlichen Kindervirus-Variante, weshalb alle Kinder schleunigst ohne Grund und Not mit einem kaum erprobten und nur bedingt zugelassenen Impfstoff zu impfen seien. Sie haben inzwischen festgestellt, dass 84% der Eltern anders sehen. Und je länger Ihre ruhmvolle Stunde der Exekutive dauert, umso absurder wird es. Am 23. September freuten sich Frau Köpping und Herr Dulich in der Sächsischen Zeitung über den Wegfall der Quarantäneentschädigung bei rechtswidriger Quarantäne. Niemand hat die Absicht, eine Impfpflicht einzuführen. Wie passt das eigentlich zur Resolution des Europarates vom 27. Januar 2021, die ich nochmal zitieren möchte? Zitat: Es ist sicherzustellen, dass die Bürger darüber informiert werden, dass die Impfung nicht verpflichtend ist und dass niemand politisch, gesellschaftlich oder anderweitig unter Druck gesetzt wird, sich impfen zu lassen, wenn er dies nicht möchte. Und weiter geht es. Es ist sicherzustellen, dass niemand diskriminiert wird, weil er nicht geimpft wurde, aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken oder weil er sich nicht impfen lassen möchte. Zitat Ende. Naja, Frau Köpping, ich glaube, mit derartigen Lappalien konnten Sie sich in der Stunde der Exekutive nicht beschäftigen. Werte Abgeordnete, nur 18 Monate Stunde der Exekutive und gesunde Menschen werden wie Aussätzige behandelt und ausgegrenzt. Nach 18 Monaten Alleingang dieser Exekutive haben Herr Kretschmer und Frau Köpping die Impfapartheid in Sachsen ausgerufen. Ich frage mich, was hier noch als nächstes kommt. Beenden Sie die Stunde der Exekutive jetzt. Diese Exekutive hat unsere Demokratie massiv beschädigt. Sie hat viel Unheil über die Bürger Sachsens gebracht. Sie hinterlässt eine tief gespaltene Gesellschaft. Damit muss endlich Schluss sein. Stimmen Sie diesem Antrag bitte zu. Frau Staatsministerin Köpping, Sie hatten
uns unterstellt, unsere Vorschläge, unsere Kritik an ihrer Corona-Politik sei menschenverachtend. Diese Unterstellung ist perfide, das weise ich hier in aller Form zurück. Alles, was menschenverachtend ist, ist, wie Sie mit unseren Menschen in Sachsen umgehen. Stellvertretend dafür stehen die Kinder, die unter ihrer Testorgie leiden, die unter ihren Zwangsmasken leiden. Das ist menschenverachtend. Ihre Impfkampagne ist irreführend. Ihre Impfkampagne ist inhaltlich falsch. Das kann noch so teuer und noch so großformatig in irgendeinem Werbeblättchen abgebildet sein. Wenn dort steht, die Impfung schützt gegen die Delta-Variante, ja, weil die ja so mächtig, gewaltig aggressiver sei als das ursprüngliche, vermeintlich ursprüngliche Coronavirus, ist es eben nicht, das ist falsch. Ihre Impfkampagne ist irreführend und es ist eine irreführende Annahme, den Leuten zu erklären, die Impfung ist der einzige Ausweg aus diesem Infektionsgeschehen. Auch das ist nicht der Fall. Und damit komme ich zu meinem Schlusswort. Diese Stunde der Exekutive hat stellvertretend auch in Ihrer Rede, Frau Köpping, gezeigt, dass diese Regierung nicht das Problem ist und nicht Teil der Lösung ist. Sie ist das Problem und nicht Teil des Problems. Werte Abgeordnete, wollen Sie diese Willkür weiter unterstützen? Wollen Sie diese Willkür weiter unterstützen, dann müssen Sie diesen Antrag ablehnen. Wollen Sie sich jetzt endlich hinter die Bürger Sachsens stellen oder wollen Sie das nicht? Wollen Sie das Corona-Unrecht jetzt stoppen oder wollen Sie das nicht stoppen? Wollen Sie dem Leid der Menschen in Sachsen jetzt ein Ende setzen oder wollen Sie das nicht? Fragen Sie Ihr Gewissen. Ich werbe noch einmal ausdrücklich für unseren Antrag, denn das ist der entscheidende Schritt aus der politisch hausgemachten Krise in Richtung Normalität. Wir brauchen einen rechtsverbindlichen Ausstiegsmechanismus aus den Corona-Verordnungen. Wir brauchen eine faktenbasierte Bewertung der Verhältnismäßigkeit. Ihre Antworten, Frau Köpping, auf meine kleinen Anfragen haben gezeigt, dass es diese Bewertung der Verhältnismäßigkeit durch Grundrechtseinschränkungen nie ausreichend gegeben hat. Wir haben Ihnen ein abwasserbasiertes Frühwarnsystem vorgeschlagen, welches das Testsystem ablöst. Und wir brauchen endlich einen echten Anti-Schließungsplan basierend auf dem Immunisierungsgrad der Bevölkerung und der Wirksamkeit neuer Therapeutika. Wir wollen keine Panikmache à la German Angst mehr, sondern Freiheitstag mit Eigenverantwortung und Selbstbestimmung. Die Bürger haben ihren Krisenmodus satt. Geben Sie den Sachsen ihre Lebensfreude zurück. Wir wollen Sachsen aber normal. Stimmen Sie unserem Antrag zu.